Liebe Gäste, drei Menschen sind hier auf der Bühne, die uns heute mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Lebensbiografien an einem Punkt zusammenbringen. Uckeli Trollmann. Diese drei Menschen haben von unterschiedlicher Seite diese Bindfäden zu dieser historisch wirklich sehr, sehr bedeutenden großen Person. Die drei haben sich in den letzten Jahren immer wieder sich begegnet. Darum würde ich ganz einfach mal bitten, wenn ihr euch gegenseitig mit ein paar Sätzen vorstellt. Rike, würdest du einfach mal Frau Trollmann vorstellen? Wer ist Frau Trollmann? Total gerne stelle ich Rita vor. Rita, als ich Rita kennengelernt habe, hatte ich das Stück schon geschrieben und hatte mich sehr lange damit beschäftigt. Und Ruki war eine literarische Figur, war meine literarische Figur. Und plötzlich stand die Tochter von meiner literarischen Figur vor mir. Und das war sehr, sehr merkwürdig. Und ziemlich schnell war dann aber klar, dass Rita also einfach eine unglaublich liebenswürdige und freundliche Frau ist, mit der ich mich dann seitdem angefreundet habe und die mich erstaunt mit ihrer wunderbaren Offenheit und Herzlichkeit, mit der ich dich seit ein paar Jahren erlebt habe. Und das finde ich einfach ganz wunderbar. Andreas, würdest du mal ganz kurz für uns Rike Reiniger vorstellen? Ich habe schon gedacht, ich müsste dich vorstellen. Ja, Rike Reiniger, Regisseurin, Autorin aus Berlin. Ich habe sie lieben und schätzen gelernt während unserer Zusammenarbeit beim Westfälischen Landestheater. Und drei Kinder, sehr, muss ich sagen, was ich sehr schätzen gelernt habe, dass sie mit mir sehr ruhig bei den Proben umgegangen ist. Dass wir gemeinsam die Bilder entwickeln konnten und in aller Ruhe, ja, also es war so ein sehr natürlicher Prozess. Also es war jetzt nicht so, dass so Ideen aufeinander geprallt sind, sondern es war einfach ein gemeinsames Erarbeiten. Also ich war sehr froh darüber auch, dass ich die Stühle benutzen durfte, dass sie mir die Idee gegeben hat von außen. Und auch sehr genau drauf geguckt hat, wenn so dann so die schauspielerischen Eitelkeiten reinkommen, dass sie das immer sehr nett umschifft hat und ihr klar gemacht hat, wo der Weg ist. Liebe Frau Trollmann, Sie haben neben sich einen ganz tollen Darsteller sitzen, den Sie in mehreren Begegnungen kennengelernt habe, würden Sie dem Publikum ganz kurz vorstellen, wer ist dieser junge Mann an Ihrer Seite? Ja, das ist Andreas Kunzen, ein wirklich guter Schauspieler, Darsteller. Also ich weiß gar nicht, was man noch ihm alles ansagen kann, wie gut er ist. Und ich habe ihn kennengelernt das erste Mal in Berlin. Und da war eine Boxveranstaltung und da hat er vorher den Ruki Trollmann gegeben. Und ich war so fertig von der Darstellung. Die hat mich so mitgenommen, dass das war einfach ein Erlebnis. Das war, als ob ich meinem Vater näher gekommen bin. Und ich musste ihn einfach begrüßen, in den Arm nehmen und habe ihn so kennengelernt. Und jedes Mal, ich habe das jetzt schon öfters gesehen, und jedes Mal, wenn ich das sehe, dann ergreift mich das immer mehr, weil sein Spiel immer intensiver wird. Das ist einfach, das ist ihm so gegeben, das scheint ihm so in Fleisch und Blut übergegangen zu sein, dass es ein wirkliches Erlebnis ist, ihn zu erleben. So, das war's. Rike, du hattest die Geschichte und es gibt nichts Schwierigeres, wirklich nichts Herausfordernderes, als einer historischen Vorlage ein Theaterstück zu schreiben. Wo liegen die extremen Unterschiede zwischen einem Buch über einen Menschen und einem Theaterstück über einen Menschen? Also mir war klar, Ruki
Ruggeli Trollmann sollte in der meiner Bearbeitung der Held sein. Und der sollte auch nicht angekratzt werden mit nichts. Und im Theater ist es ja so, was das Einzige, was einen interessiert, ist der Konflikt. Und der Bösewicht interessiert einen. Also die guten Figuren, die haben auf dem Theater eigentlich nicht viel zu sagen. So, das Theater ist Konflikt und ist Streit und das ist das, worum es geht. Und jetzt hatte ich einerseits die Figur, die historische Figur Ruggeli Trollmann, von der ich wollte, dass sie der Held bleibt und nicht angekratzt wird, Punkt. Und wollte aber gleichzeitig ein Theaterstück drüber schreiben und das war insofern absurd und würde ja gar nicht gehen. Und darum kam Hans ins Spiel, der ja, der Bösewicht ist. Ja. Und zwischen diesen zwei Extremen, dieser Figur, Theaterfigur Ruggeli Trollmann und der Theaterfigur Hans, spannt sich das Stück auf, aber den Hans hat es ja wirklich gegeben. Wir haben gestern Abend zusammengesessen und Sie haben eine ganz tolle Geschichte erzählt, dass Sie dieser Figur des Hans hier auf dieser Bühne begegnet sind und plötzlich sind Ihre Erinnerungen an den realen Hans aufgetaucht. Ja, das war so, als ich Rieke Reinigers Stück gesehen habe mit Andreas Kunz. Und dann habe ich mir das eben in Ruhe alles angeguckt. Und als ich dann später mit Rieke Reinigers gesprochen habe, da erzählte mir sie, dass das ihre Fiktion ist, die sie da geschrieben hat. Und ich musste ihr tatsächlich sagen, also meine liebe Rieke, das, was du geschrieben hast, das stimmt alles. Bis auf den Schluss. Es ist wahr. Mein Vater hat einen deutschen Freund gehabt, und der ein bisschen kleiner war als er und ein Halodri. Und dem hat er das Boxen beigebracht und mit denen so in die Häuser gezogen, in Hannover. Und da haben allerhand Unfug getrieben und mit den Mädels sich rumgetrieben. Und alles genau wie das in dem Stück ist. Es ist eine Tatsache, die Rieke Reiniger da unbewusst geschrieben hat, wo sie glaubt, das ist eine Fiktion. Und das ist für unsere Familie, wir waren alle baff gewesen, dass sowas möglich ist. Ja? Wie kann man sowas schreiben, wenn man davon gar nichts weiß? Und das ist ein Zeichen, dass sich auch Rieke Reiniger vollkommen in meinen Vater hineinversetzt hat. Das kann gar nicht anders möglich sein, denn es gibt ja keine göttliche Eingebung, so ein Buch zu schreiben. Ne? Also hat sie sich doch intensiv damit befasst und da ist dieses Stück entstanden, was der Andreas Kunz so wunderbar umsetzt. Sie haben gesagt, Ihre Familie war davon überrascht, von dieser Figur des Hans. Sie sind, jetzt muss ich gegen meine hundertprozentige österreichische Überzeugung einmal uncharmant sein, Frau Trollmann ist 1935 geboren. 1933 war dieser Boxkampf zur deutschen Boxmeisterschaft. Wenn man dann diese Zeit bedenkt, 1944, diese ganzen Schrecken, also wie viel Familienleben haben Sie denn mit Ihrem Vater eigentlich gelebt? Ja, da muss ich sagen, dass ich überhaupt kein Familienleben mit meinem Vater gelebt habe, nur als so Kleinkind, als Säugling. Und dann musste er schon aus Berlin weg, musste sich verstecken in Hannover, in den Teutoburger Wäldern. Und somit habe ich überhaupt kein Familienleben und sauge alles, was ich so erlebe, wie dieses intensive Spiel von Andreas, sauge ich in mir ein und versuche daraus zu erleben, wie es meinem Vater gegangen ist, damit ich etwas mehr von ihm erfahre in meinem hohen Alter. Ja. Wann haben Sie denn die Geschichte Ihres Vaters überhaupt kennengelernt? Sie sind ja auch quasi im Untergrund verschwunden, weil Sie auch eine Sinti sind und
Wann ist Ihnen diese Geschichte mit Ihrem Vater eigentlich begegnet? Ja, als erstes habe ich erfahren, mit 15 Jahren, vorher durfte ich es gar nicht wissen. Meine Mutter wollte mir das verschweigen, aber die Schwester meiner Mutter hat es mir dann erzählt, dass mein Vater ein sogenannter Zigeuner, früher hat man Zigeuner gesagt, also sind die. Und ich hatte mich immer gewundert, warum ich in der Schule so abseits war und immer alleine war, weil ich auch so dunkle Haut früher hatte und die Locken, die Haare anlassen, alles. Das war so mein erstes, was ich damit erlebt habe. Und dass mein Vater im KZ gestorben ist. Und ich habe mich dann aber auch nicht so viel weiter darum gekümmert. Und vor 7 Jahren, ja, das sind jetzt so ungefähr 7 Jahre her, ne, da war meine Sinti-Familie, die ich nicht kannte, waren die in Berlin, wo ich lebe. Und da ist auch, hat mein Vater rückwirkend seine Siegerehrung bekommen. Da ist er dann in den Boxverband, ist er als deutscher Meister 1933 im Halbmittel- und Halbgewicht eingetragen worden. Und da habe ich meine Familie noch nicht kennengelernt, aber das war dann so ein halbes Jahr, ein Jahr später, dann hat mich ein Museum, einer vom Museum in Kreuzberg, der eine Funktion ausgeübt hat und der mit Senatsleuten sprechen konnte, und der hat da Druck gemacht, dass man mich findet, weil meine Familie keine Auskunft über mich bekommen hat. Ja, und von da ab ging es dann los, dass dann kam meine Familie und so weiter, und dass wir dann, dann habe ich auf einmal eine ganz große Familie, sonst wäre ich alleine stehen gewesen, geblieben. Ja, das war es dann so. Ne? Also es gibt noch mehr Sachen, aber das wäre jetzt zu viel, alles zu erzählen. Andreas, als Schauspieler bekommt man diesen riesigen Textberg und steht jetzt vor dieser Herausforderung, den auf der einen Seite handwerklich zu bewältigen, auf der anderen Seite natürlich auch dieser historischen Dimension gerecht zu werden. Wie ist deine Herangehensweise an diese Figur gewesen? Ja, ich muss dazu sagen, es ist meine erste Monologarbeit gewesen. Ich hatte mich vorher als Schauspieler eigentlich immer gegen Monologe gewehrt. Und dann habe ich diesen Text zugeschickt bekommen, habe ihn gelesen und habe gesagt, ja, das ist eine Geschichte, die ich gerne erzählen möchte. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, ich komme selber aus dem Hochleistungssport. Ich habe die Lauferei intensiv betrieben. Und es war eine ähnliche Beziehung zu meinem Laufpartner. Wir haben uns beide intensiv vorbereitet auf die Olympischen Spiele im Laufen, und er war wesentlich talentierter als ich, hatte aber große Schwierigkeiten, also so irgendwie so sich zu konzentrieren, und ich war eher der Arbeiter, so im Hintergrund, und habe versucht, ihn immer wieder da reinzuholen. Und es gab, ich weiß noch, eine besondere Situation bei den Europameisterschaften der Junioren, bei der Qualifikation. Da kam er zu mir hin und sagte, boah Andreas, ich bin so leicht angekränkelt, kannst du einen Gang zurückschrauben? Weil es war völlig klar, wenn ich an ihm vorbeilaufe, komme ich zu den Europameisterschaften und nicht er. So, und er war der Bessere. Und das war, also es war so eine sportliche Entscheidung, die man da getroffen hat. Also gehe ich zu Freund, also bleibe ich bei der Freundschaft oder treffe ich eine ganz klare sportliche Entscheidung? Das war so der eine. Und der zweite Hintergrund, da bin ich nicht besonders stolz drauf, aber es ist so, wie es ist. Ich bin in einer Familie groß geworden. Zwei Großonkel von mir sind ganz hohe SS-Tiere gewesen in Köln, und ich habe als kleiner Fetz den einen mitbekommen, also der dann auch wirklich mir alles erzählt hat, war natürlich toll, super interessant, so als 5-6-Jähriger die ganzen Requisiten noch von früher, so die Kriegsdarstellung mitzubekommen, ne? Und ich weiß noch, wie er, als ich damit 14 entschieden habe, zum ersten Mal nach Israel einfach zu gehen, damals mit dem Kolpingwerk, dann bin ich sofort enterbt worden. Ja, ich war immer so scharf auf diese Pistole, der hatte so eine Original.
Und das hat mich dann schon ganz kurz, wo ich dachte, okay, gut. Aber dafür habe ich seinen Ausgehmantel bekommen. Okay, ich habe noch so einen Original SS Ausgehmantel. Also ja, habe die Abzeichen abgemacht. Nein, aber das war einfach so. Und als ich dann die Geschichte gelesen habe, wo ich dachte, wow, also es hat mich schon beschäftigt. Also so muss ich wirklich sagen, weil ich sozusagen dann die andere Seite kennengelernt habe. Ne? So, und irgendwie so als kleiner Fetz, irgendwie schon mitbekommen, ist Unrecht, ist nicht Unrecht, ich wusste es nicht. Mein Vater hat mich da auch immer gelassen, meine Mutter war immer total dagegen, die sagt, da gehst du nicht hin. Und mein Vater sagt, doch, das ist Teil unserer Vergangenheit, ist Teil unserer Geschichte und er muss für sich eine Entscheidung treffen dafür. Ne? Ja, und das waren so die beiden, ich sag mal so die beiden Hintergründe. Ja, und dann natürlich auch das Glück einfach zu haben, dass Rieke ja auch den Text geschrieben hat und deswegen natürlich auch großes Hintergrundwissen hatte, also wo ich auch viele Fragen stellen konnte und sie das auch immer sehr gut beantworten konnte. Liebe Rieke, wir haben gerade erfahren, die Geschichte über Rucki Trollmann ist ja sehr spät in unser aller Bewusstsein gerückt, also jahrzehntelang hatte man den wirklich ja verleugnet. Wie bist du auf die Historie, also wir haben von Ihnen gehört, das Stück sei ja wirklich sehr, sehr nah an der Biografie. Wie bist du an diese historischen Eckdaten gekommen, wenn da jetzt so wenig historische Vorlage ist? Wie seid ihr da vorgegangen? Wie weit hast du dich da bei Historikern informiert? Wie war der Vorgang? Ich habe 2005 durfte ich eine große Inszenierung machen für die Überlebenden des KZs Buchenwald. Die kamen dort alle zum Jahrestag der Befreiung. Und es war meine Aufgabe, zusammen mit Jugendlichen und Schauspielern vom Weimarer Nationaltheater eine Inszenierung zu erarbeiten, die diesen 500 Leuten gezeigt wurde. Also war auch eine ziemliche, hatte ich auch ganz schön Respekt vor dieser Aufgabe. Und dann wollte ich gerne, dass von allen Opfergruppen was vorkommt, dass also jeder, der sich auf den Weg macht und sich das jetzt anschaut, dass der auch was wiederfindet. Und habe zu allen Opfergruppen sehr viel recherchiert und zu der Opfergruppe der Sinti und Roma habe ich auch viel recherchiert und in diesem Rahmen dieser Recherchen, das war eben 2005, habe ich von Trollmann die ersten Sachen so im Internet gelesen, weil er eben gerade 2003, was Rita erwähnt hat, den Meisterschaftsgürtel posthum wieder bekommen hat. Und dann stand es zuerst so ein bisschen im Internet hier und da und dann dachte ich gleich, ach, das ist eine Geschichte, die ist so groß, die kommt jetzt in dieser Collage nicht vor, der braucht ein eigenes Stück so. Und dann habe ich es noch ein bisschen liegen gelassen und habe sehr viel gelesen, auch über den Genozid an den Sinti und Roma. Und habe dann auch Biografie gelesen über Trollmann, die dann auch erschienen war. Und diese verblüffende Parallele, dass auf einmal meine fiktive Figur Hans mir Rita sagt, die gab es wirklich, das hat mich dann insofern bestätigt, als das ist wahrscheinlich einfach wirklich so ein Typ, dieser Mitläufer, dieser, der einen wirklich wahnsinnig macht, weil er nicht einsteht für seinen Freund. Und das ist vielleicht einfach wirklich so. Das liegt in uns Menschen irgendwie drin, dass wir eben die meisten von uns natürlich keine Helden sind. Und vielleicht liegt es daran, dass das eben sowas Typisches ist, dass es dann eben dieser Zufall war, es ist eben kein Zufall, sondern es ist typisch. Frau Trollmann, Sie haben gesagt, der Schluss ist nicht ganz Biografie, aber Sie haben erzählt, dass man ziemlich genau weiß, wie es im KZ zugegangen ist, also diese Form der Boxkämpfe. Auch dieser Schluss, wie er dann zu Tode geprügelt wurde, Ihr Vater, das weiß man. Wie ist das zutage gekommen und woher haben Sie diese Informationen? Ja, die Informationen habe ich von der Familie. Und das ist dann so gekommen, als mein Vater
die letzte Zeit im KZ gewesen ist. Also er ist im Neuen Gamme gewesen. Und das ist ja das Zigeunerlager gewesen, das Vernichtungslager. Und in jedem Vernichtungslager, in jedem Konzentrationslager gab es ein Häftlingskomitee, was versucht hat, verschiedene Menschen zu retten. Meistens Menschen, die früher irgendwas Gutes gemacht haben, gute Ärzte oder wie hier in meinem Vater, sein Vater, einen guten Sportler, und sie haben versucht, ihn zu retten, weil er immer gegen die SS-Leute boxen musste. Er musste den SS-Leuten das Boxen beibringen, und er war ja nur noch ein Zombie, er war riesengroß, kurz vor 2 Meter, und nichts zu essen, ein bisschen Brot, wenn er da geboxt hat, und das hat er mit seinen anderen armen Menschen geteilt, also es blieb kaum was übrig, und er war schon ziemlich kaputt geschlagen, und da haben die dann eingegriffen und haben ihn gegen einen toten Polen ausgetauscht und haben dann meinen Vater mit anderen Namen, mit den Namen des toten Polen, nach Wittenberge, das war ein Konzentrationslager, was ausgelagert war von Neuengamme, und da war auch schwere Arbeit, aber die hat er dann wohl noch irgendwie geschafft. Aber dann kam das Böse, da war ein Kapo, der früher auch geboxt hat, und der hat meinen Vater erkannt. Da hat der andere Name auch nichts mehr geholfen. Und der hat ihn dann zum Boxen rausgefordert. Es ist so, dass dieses Boxen mein Vater mal groß gemacht hat, aber es hat ihm auch den Tod gebracht. Dieser Kapo hat meinen Vater herausgefordert und zum Kampf. Und ja, man könnte heute sagen, es war nicht gut, es war nicht klug von meinem Vater. Aber wenn man das mal versucht, sich hineinzusetzen, er wusste auch nicht wahrscheinlich, wie er sich verhalten sollte. Und wenn er nicht jetzt geboxt hätte, vielleicht hätte der ihn trotzdem erschlagen, man weiß es nicht. Jedenfalls hat er mit ihm geboxt und hat den richtigen Schlag angesetzt und hat den K.O. geschlagen. Danach, 3 Tage später, hat dieser Kapo 2 andere Häftlinge und meinen Vater genommen und ist mit ihm etwas weiter, ein Stück weiter irgendwie da auf diesem Arbeitsgelände, ist er mit ihm hingegangen und hat meinen Vater so schwer arbeiten lassen, bis der vor Erschöpfung zusammengebrochen ist. Er ist nach vorne gefallen, und das war im Beisein dieser anderen beiden Häftlinge. Und da hat dann dieser Kapo, als mein Vater erschöpft zusammengebrochen ist, einen Knüppel genommen und hat ihn erschlagen wie ein Hund. Und man weiß das so genau, weil diese beiden Häftlinge überlebt haben und haben nach dem Krieg diesen Kapo verklagt, den man allerdings nicht gefunden hat. Man hat ihn gesucht, aber man hat ihn nicht gefunden. Die Sache kam vor Gericht von bei den Häftlingen, die ihn verklagt hatten, weil die auch unter ihm leiden mussten. Und dabei kam es dann zur Sprache, dass der meinen Vater erschlagen hat. Und da haben die diese Grausamkeiten erzählt. Und da haben die Hände, also die Finger für hochgenommen, das ist unter Eid ausgesagt worden. Und dadurch ist das Schicksal von meinem Vater publik geworden. Und somit ist es dann langsam dazu gekommen, dass das Schicksal von meinem Vater für Millionen anderer Menschen steht, von denen man nicht weiß, wie sie gestorben sind, egal ob es jetzt Zigeuner oder Juden sind, alle diese Menschen, die da umgekommen sind, da steht eben das Schicksal von meinem Vater dafür, weil man bei dem weiß, wie er gestorben ist. Ja. Eine sehr schöne Geschichte bindet sich wieder hier ans Lutz. In diesen Sommertagen habe ich mich mit Lutz Hübner getroffen und habe ihm erzählt, auch von unserem Spielplan, dass wir
ein Stück aufführen, Zigeunerboxer, und er hat sofort losgesprudelt, ach, Huckeli Trollmann kenne ich alles, und Lutz Hübner wohnt just in jener Straße in Berlin-Kreuzberg, wo ein Stolperstein auf Huckeli Trollmann hinweist. Und Lutz Hübner ist eines Tages da spazieren gegangen und sah eine sehr attraktive Frau, sehr frisch aussehend, und hat da bei diesem Stein Halt gemacht und war da in so einem Andenken versunken. Und Lutz Hübner hat sie angesprochen und es hat sich herausgestellt in dem Gespräch, dass Lutz Hübner in Berlin-Kreuzberg bei diesem Stolperstein schon einmal gesprochen hat. Er hat diese Geschichte erzählt und es war faszinierend, dass sich das da auf dieser Bühne jetzt wieder zusammenfindet. Ja. Ricke, hast du ein besonderes Faible für Theaterstücke mit historischem Grund? Hat es bei dir eine besondere Ausprägung? Ja, ich schreibe gerne Theaterstücke über Sachen, Dinge, Ereignisse, die wirklich passiert sind. Und es ist ja so, dass die Wirklichkeit ist, wie wirklich ist die Wirklichkeit, man weiß es nicht. Es kommt immer darauf an, wie man sie anschaut. Und das finde ich das Spannende, etwas zu nehmen, was wirklich passiert ist. Aber wenn ich das anschaue, ist es anders, als wenn Felix Mitterer, der österreichische Autor, das anschaut oder zum Thema Trollmann oder noch jemand anders. Und das ist das Spannende, weil wir alle sind unterschiedlich, wir sehen die Wirklichkeit unterschiedlich und dann ist es toll, sich darüber auszutauschen in so einer Kommunikationsform wie dem Theater. Deshalb ja, sehr gerne schreibe ich meistens über reale Ereignisse. Andreas, du hast diesen Monolog hinter dir, das ist eine riesige Herausforderung, ganz generell für einen Darsteller einen so langen Zeitraum die Konzentration in sich zu finden, aber auch in Konzentration mit dem Publikum zu treten. Ich habe dich erlebt nach der Vorstellung, wir waren alle draußen und du bist hier ganz einsam so an dieser kleinen Bühne gehockt, hast dich da an diese Bühne angelehnt und warst so total in dir versunken und dann hast du gesagt, sowas hast du noch nicht erlebt wie heute Abend. Was war dieser Abend jetzt Besonderes für dich? Ja, jetzt vielleicht muss man dazu sagen, das Stück, das haben Sie ja gemerkt, lebt natürlich auch davon, dass ich die vierte Wand aufbreche und sie sehe. Und ich glaube, das Besondere ist halt die Gesichter, die man dann zu sehen bekommt. Also was für ein Feedback, vor allen Dingen, wenn ich sagen darf, von den älteren Zuschauern, wo auf einmal ganz viele Bilder in mir selber hochgekommen sind, hochgeploppt sind, wo ich gedacht habe, was denken die wohl gerade, wie sehen die sich an, in welchen Bildern sind die drin? Und ich glaube, das macht dann einfach so dieses besondere Feedback aus, dass man nicht hingeht und normal wie ein Schauspieler, wie so eine Art Projektion und die vierte Wand und alles in sich selber entsteht, sondern einfach es nicht aus dem Kollegen herausnimmt, sondern aus dem Publikum herausnimmt. Und das hat mich, kann ich sagen, heute zutiefst berührt. Also das Publikum. Ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben, ich kann es nicht sagen. Aber es waren halt einfach unglaubliche Gesichter, die mich angeschaut haben. Und dadurch entsteht natürlich auch, ja, es entsteht dann ein besonderer Rhythmus, es entsteht ein besonderes Gefühl und es entsteht halt eine besondere Gruppe, denen ich dann diese Geschichte erzähle. Und natürlich auch immer wieder neu. Also das muss man auch dazu sagen. Und das hat mich, glaube ich, heute, das hat mich getroffen. Schön. Ja, ich finde es toll. Sie haben erzählt, gnädige Frau, dass Huckeli Trollmann für viele, viele Menschen steht, denen in dieser NS-Zeit bitterstes Unrecht geschehen ist. In den letzten Jahren ist ja so fast so eine Euphorie um ihren Vater entstanden und es passiert ja überall, dass Denkmäler und etc. aus dem Boden schießen. Was ist denn jetzt so im Moment aktuell an ganz, ganz tollen Dingen, wo man ihrem Vater begegnen kann?
wo man meinen Vater begegnen kann. Ja, also in Berlin, in Stolperstein, und das ist in der Felizienstraße, und das ist die Straße, wo er, da war die Bockbierbrauerei, da ist jetzt ein Pflegeheim für ältere Menschen, und da war die Bockbierbrauerei, und da hat er seine deutsche Meisterschaft gemacht, 1933. Und dann ist in Berlin in der Bergmannstraße, da werden Sie vielleicht auch schon gehört haben, das war diese Schule, die umstrittene Schule, wo die Flüchtlinge aufgenommen werden sollten. Das ist oft in den Tagesschau drin. Da steht eine große Glaswand, eine Gedenktafel von ihm. Und in dieser Glaswand, wo er Mannshoch drin steht, da ist auch die Biografie, also in groben Zügen drin. Und das ist die in Berlin ja die zweite Erinnerung an ihn. Und dann hat man noch ein temporäres Denkmal hat er noch, und das wird immer, so war in Berlin, im Grunewald aufgestellt, und in der Bergmannstraße, wo diese Tafel, diese Gedenktafel, diese Ehrentafel für ihn steht, da hat er auch sein Boxcamp, da boxen die Mädchen, die trainieren die Mädchen. Und da war auch das Denkmal drin, und dann war es in Hannover. Und es war in Bremen und so, wenn, geht das dann immer von Stadt zu Stadt. Vorausgesetzt, die Stadt hat das Geld, das ist immer teuer zu transportieren und aufzustellen. Da sind immer mehrere Leute dabei. Und ja, in Hannover hat er auch Stolpersteine. Und in Amerika, Gedenkhaus, wie heißt das da in Hannover? Holocaust-Gedenkhaus, Holocaust-Denkmal. Da steht ja auch ganz groß drin. Und ach Gott, es gibt so viel, ich kann gar nicht jetzt alle auf einmal aufzählen. Sie haben erzählt, dass Sie auch diesen Film natürlich jetzt. Ja. Ja. Es gibt dann den Film Gypsy. Den hat Eike Besuden, das ist ein Dokumentarfilm, und den hat Eike Besuden gedreht, und zurzeit ist in Arbeit ein neuer Film. Und da weiß man, den Titel hat man mir noch nicht verraten. Jedenfalls das ist ein ungarischer Regisseur, Schauspieler und Drehbuchschreiber. Und dieser Mann, dreht einen Spielfilm über meinen Vater und mir. Und der heißt Zolt Bugs. Und ich kenne diese ganze Handlung noch nicht. Ich habe nur ein paar Probeaufnahmen gemacht. Und mein Vater schreibt mir aus dem KZ, und das ist so als Rückblick. Und dann schreibt mir, man nannte meinen Vater früher der Tänzer im Ring, er hat im Ring getanzt, weil er so geboxt hat wie Cassius Clay und hat sich nicht treffen lassen und ist dann hin und her, was er auf der Bühne so schön zeigt. Und dann schreibt er, wir tanzen hier den ganzen Tag, uns geht es gut und so weiter. Also das wird auch schon ganz schön schwierige Sache, wenn ich den Film sehe. Ich will mal sehen, wie es weitergeht. Ich weiß noch nicht alles. Ja, und in Wien war ich vor 2 Jahren, da war ein großes, da ist ein Teil über ihn geschrieben worden, der Herr Felix Mitterer, der hat den Boxer geschrieben, und das ist auch ein sehr ergreifendes Stück, das dreht sich alles meistens ums KZ. Also das ist auch sehr schwer zu ertragen, sehr schwer. Ja, was gibt's noch? Ich weiß es nicht alles auf einmal. Es sind so viele Dinge, denen wir alle selbst nachspüren können.
Was wir heute erlebt haben, ist die Begegnung mit einer Zeitzeugin, die ihren Vater ganz fest in sich trägt. Rieke Reiniger hat daraus eine unglaublich spannende, dichte, aufregende Theatervorlage gemacht. Und du, lieber Andreas, hast dieses Theaterwunder geschehen lassen und hast eine Geschichte über ein Stück Papier uns ganz unmittelbar in die Herzen hineingedrückt. Dafür bedanke ich mich bei allen dreien. Andreas hat etwas ganz Wesentliches gesagt, Theater kann nur funktionieren im Zusammenspiel zwischen Bühne und Publikum. Es war für diesen kleinen Theaterraum heute wieder ein ganz, ganz spezieller Abend. Deshalb Ihnen ganz, ganz herzliches Dankeschön fürs Kommen und bei den drei Menschen hier auf der Bühne verneige ich mich ganz tief herzlichen Dank für alles das, was heute Abend hier geschehen ist. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass wir es haben geschehen lassen.